Besonders freuen tut sich die ganze Gemeinschaft, wenn wir doch nicht gerade in einer kleinen in einem Geisterproblem wären, was Luigi ganz alleine bestreiten muss. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Let's Play Luigi's Mansion 3 für die Nintendo Switch. Ab heute 0 Uhr verfügbar, eigentlich zum Zocken. Und ja, ich bin mega im Hype. Also ich, wie gesagt, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, ich freue mich seit dem Teaser das Spiel und bin desto mehr gehypt, dass wir es endlich spielen können. Und ja, seit der letzten Folge haben wir den Schreckweg FLU oder wie der heißt gefunden und können jetzt auch saugen, den Strohblitz einsetzen und sowas. Also die bekannten Fähigkeiten halt aus Luigi's Mansion 2. Zusätzlich in Luigi's Mansion 2 musste man den Strohblitz erstmal finden oder so. Also wie gesagt, wenn ihr sonst Luigi's Mansion halt 2 einfach mal spielen oder so oder andere Displays schauen. Ist halt ein 3D-Spiel, was ich halt nicht displayen konnte. Aber ja, sonst, hier kriegt es anscheinend alles von Anfang an. Das sind halt so, genau, das sind so eine Strohblitz-Schlösser. Die muss man halt schocken. Und dann kann man halt so Türen öffnen und so. Kennt man halt alles aus Luigi's Mansion 2. Aber hier kann ich nicht rein, oder? Kann ich. Aber ich werde erstmal hier lang gucken. Was hier so am Start ist. Oh. Ein Automat. Gimme, gimme. Geld. Alter. Das ist ja cool. Es überquillt einfach wieder voller Secrets. Oh, gönnt euch mal das hier. Was haben wir denn hier gefunden? Oh, oh! Ich liebe die Secrets jetzt schon. Okay. Wow! Ich wollte schon sagen. Da ist nicht drin, aber doch und wieder was drin ist. Hey. Ist aber ordentlich was drin gewesen. Hey, da sind noch ein paar Scheinchen. Gib her. Jeder Cent wird mitgenommen. Gib her den Stuff. Wo haben wir jetzt alles? Hänge irgendwie fest, genau so. Okay. Ja, ist ja ganz cool. Okay, hier geht's hoch. Oh. Hier hat anscheinend jemand vergessen aufzuräumen. Oh, Hallöchen. Dann räume ich hier halt auf. Was zum. Ach, hier dürfen wir nicht lang. Ach so, ja, sag's doch gleich. Na gut, halt nicht. Das heißt, wir. Da ist ein gelber Juwel. Gelbes Juwel. Oh! Danke! Danke für den Tipp. Sehr cool mit diesem, wie auch immer das da heißt, Druckstrampler oder so. Aber kann man hier auch sowas machen? Warte mal. Okay. Wie komme ich da an das Juwel ran? Das ist komisch. Irgendwas kann. Fluigi. Ich sag's euch. Gitter. Fluigi. Obwohl ich es eigentlich noch gar nicht spoilern wollte. Egal. Dann wissen wir es jetzt so. Die meisten haben eh wahrscheinlich schon die Trailer und sowas alles gesehen. Wir sind Bescheid. Oh, wir sind in der Eingangshalle zurück. Hm. Ja, bei Luigi kannst du den X wegmachen. Den haben wir. Der ist noch am Start. Letzte Folge wurden wir von König Buu angegriffen. Zu Mario, Peach und die anderen. Ach, am dicht machen alle. Alles klar. Tschüss. Hab's aber nicht. Ja, kommt mal her hier. Hi. Ach, die Luigi's Mansion 2 Gitter. Ja, hi. Komm her. Bleib hier. Oh ja. Bam, bam, bam. Friss den. Boah, Alter. Das ist eine neue Fähigkeit. Schleudern oder wie das hieß. Dann kann man die richtig ownen.
Kann die zwar auch einsaugen einfach, aber man kann die auch richtig ownen. Okay, kommt her, Alter. Ich nehme mal kurz das Geld. Also wenn ihr gestatten würdet. Sag mal ein bisschen nach da, genau. Spam! Oh, zwei gleichzeitig. Zack, 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 zack. Fertig. Easy. Ja, auf unsere erste Geisterjagd war das ja schon mal echt nice. Okay. Hi. Lass mich noch kurz das Geld einsammeln. Das, was ich mir ehrlich verdient habe. So. Dann bitten wir uns über den ganzen Krimskrams, der hier alles verwaltet. Guck mal da. Warte mal. Kann ich hier durch? Ich will aber da durch. Da oben ist irgendwas mit dem. Da ist irgendwas mit dem Strohblitz. Ich sehe das doch. Kann ich hier irgendwas mit Luigi machen oder keine Ahnung? Wir müssen ja erstmal Luigi bekommen oder so. Freischalten oder wie auch immer. Im Prinzip ist der Luigi eigentlich auch gar nicht mal neu. Er wurde in Luigi's Mansion, in dem Luigi's Mansion 1 Remake erfunden. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich dieses Juwel hier haben. Wenn es dich nicht stört. Aber anscheinend kriege ich den noch nicht. Oh ja. Oh ja. Ah ja. Geld. Krieg ich jetzt. Aua, I. Was war das denn? Wo ist denn das? Nichts. Gut, dann nicht. Und das Juwel kommen wir anscheinend noch nicht ran. Okay. Ah, die Eingangshalle. Also die, der untere Teil der Eingang. Ah ja. Bam. Kann man hier noch. Kann ich daran ziehen? Ja, kann ich. Kann ich nur die Vorhänge wegmachen. Tut mir da zwar leid, aber das muss mal kurz weg. Ja, guck mal, es bringt nämlich was hier. Huch. Das tut mir jetzt aber leid. Ach so. Oh, was ist das? Das war eine Perle. Die ist anscheinend besonders viel wert. Die gab es zumindest in Luigi's Mansion 1. Und die hat man durch Fangen von Gemäldegeistern bekommen damals. Damals kommt man sich halt, glaube ich, das hat dann irgendwas mit den Goldrahmen zu tun oder so. Also mit den Rahmen der Geister, mit den Gemäldegeistern oder so. Oder? Nee, obwohl, das hat es mit dem Fangen zu tun. Ich glaube, die wurden am Ende auch dazu zum Gesamtgeld hinzugerechnet. Oh ja. Also die waren halt auch ordentlich wert. Aber die hast du halt nur bekommen durch das Fangen von Gemäldegeistern. Aber da hier keine Gemäldegeister mehr am Start sind. Beziehungsweise Bossgeister, sagt man es so. Und habe ich das gerade richtig gesehen? Wir haben 99 Leben insgesamt. Mehr haben wir nicht. Sonst war es in Luigi's Mansion immer so, dass man 100 Leben hat. Aber hier ist es anscheinend so, dass man 99 Leben hat. Okay. Das ist interessant zu wissen. Okay, money. Täuschend. Habe ich neue Kürbisse oder so? Weil ich muss noch Mario und Toad abschießen. Au. Wir sind ausgebucht. Ich sagte, wir sind ausgebucht. Ganz, ganz lustig. Oh, hier sind neue Kürbisse. Danke. Jetzt kann ich die Dinger wieder abschießen. Gleich mal Toad hier. Bam. Nehmen wir den schon mal los. Ich bin zwar jetzt eigentlich nicht so übelst der Toad-Hater. Also es gibt schon schlimmere, aber ja. Ich verstehe halt schon, dass Toad jetzt nicht gerade mehr die Charaktere waren, wie sie damals waren. Also ja. Erst recht, Paper Jam Bros. Ist ein gutes Beispiel. In solchen Sachen. Es ist einfach so. Mario, jetzt muss ich dich leider auch erstmal auslöschen. Zack. Gibt es dafür irgendwas Besonderes? Wenn ich alle abgeschossen habe? Komm schon! Gib mir mehr! Lass mich darüber! Was auch immer da drüben ist. Irgendwas muss ja da drüben sein. Aber ich habe keine Ahnung was. Was ich auf jeden Fall finde, ist sehr viel Geld. Dafür sind wir ja hier.
Weil wirklich, ich nehme mir auch wirklich die Zeit, hier alles zu erforschen. Dafür ist dafür spielen wir das Spiel ja, um zu erforschen. Und wenn ich da jetzt 1000 Parts irgendwie in diesem Spiel rumgammel, ich nehme mir die Zeit. Heilige Scheiße. Ich will mir auch wirklich die Zeit nehmen. Ich will das Spiel wirklich in allen, in vollen Zügen genießen. Macht doch mega Spaß, ey. Ich bin gespannt, wie das auf der Switch Lite sich so spielen lässt. Stimmt auch mega geil. Wir haben jetzt so lange gewartet. Genießen wir es auch. Genießen wir es in vollen Zügen. Dafür wieder haben wir jetzt lang genug gewartet. Na gut. Oh. Ja, ganz, ganz lustig seid ihr. Wow. Kannst du den einsammeln? Nee, kannst du nicht. Würdest du denn zwei hast du manchmal aus so Kürbissen und so hier Leben bekommen, dass ich ein bisschen healen konntest? Das ist schon wieder so einer, so ein Juwel. Oder ist es? Nee, ist nur ein Bild. Oh, Entschuldigung. Oder vielleicht ist es. Ich weiß es nicht, aber weiß ich weiß es auf jeden Fall, dass da unten was ist. Wo ich aber noch nicht rankomme. Okay. Jetzt anscheinend, dass ich hier rein will. Aber lassen wir erstmal kurz hier mehr alles untersuchen hier. Gebt mir die Zeit. Was kann ich denn eigentlich hier machen? Hier sind. Das habe ich aber auch schon im Keller ein bisschen gesehen. So eine Risse hier in der Wand. Was gibt es da zu sehen? Teppich. Ja, Luigi. Habe ich leider nicht. Ist noch nicht am Start. Der ist noch nicht zur Stelle. Warte. Ne, kann ich nicht dran ziehen. Na, dann mach's mal wieder. Leg's mal wieder breit. So. Müssen wir ja nicht vor Ordnung hier sorgen. Können wir nicht alles hier wie ein Saustall übrig lassen? Ja, stimmt. Das können wir ja alles aufsammeln. Warte, das ist noch eine. Schön alles mitnehmen. Jeden Cent würdigen. Wie als wenn es dein letzter ist. Der ist anscheinend abgesperrt. Gut. Irgendwie werden wir da wohl reinkommen. Hallo? Kann ich hier wieder ranziehen? Nee, kann ich nicht. Hier ist wie dieser Fahrstuhl. Aber der Hund will eindeutig, dass ich da lang gehe. Also tun wir das auch. Was haben wir denn hier? Brauchen Schlüssel. Gibt's hier irgendwo einen Key? Vielleicht? Also das hier? Hier kannst du nicht. Okay. Na, wie bist du denn? Lol. Oh mein Gott. Ja, da muss ich nur noch dran gewöhnen. Stimmt. Der Druckstrampler oder wie der heißt. Damit können wir. Ja. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin mit solchen Rätseln noch nicht vertraut, wie gesagt. Oh, da ist der Key. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, gib mal her hier. Aber erstmal sauge ich hier erstmal alles ein. Alles Einsaugbare einsaugen. Und alles Untersuchbare untersuchen. Oh, ja, das nenne ich zum Beispiel ein gelungener Raubzug der Schubladen. Oder das. Ja. Der Rezeption. Wir haben gerade soeben gerade einfach mal die Rezeption ausgeraubt. Alles klar. Aber immerhin haben sie ein bisschen Geld da gehabt. So, hier braucht wieder der Stromblitz. Bam. Die Rezeption vielleicht noch mehr vielleicht gelagert. Ja, guck mal an hier. Geiler Scheiß. Wegen die Rezeption hat wenig am Start. Ach, es gibt mehrere. Ja, nice. Es gibt nicht nur so eine Formen, sondern auch andere. So eine Diamantform auch noch. Ah, okay. Das ändert die Sache auf jeden Fall. Doch, na klar. Das ist cool. Ja, doch. Das macht's dann doch interessanter. Ich dachte, das ist jetzt in jeder, dass die Etagen jetzt so unterschiedliche, also nur so halt die Dinge haben und dazu viel schwer versteckt sind. Aber nein, es gibt auch noch unterschiedliche Formen. Ja. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Also, Junge, es ist Luigi's Mansion. Natürlich gefällt mir das, aber. Ja, wirklich. Was für ein wunderschöner Anfang. Wir sind noch nicht mal richtig im Spiel drin. Mir kommt es immer noch so vor wie ein Tutorial. Also. Ja. Extrem gut. Ich bin gespannt. Ja, moin. Und ich frage auch noch, wo er ist. Ja, der ist jetzt selber in dem Schlamassel. Der hat jetzt selber erstmal zu tun, irgendwie rauszukommen. Ja, gibt's denn irgendwie die Düsterlampe? Weil die bräuchten wir jetzt. Oder habe ich die ganze Zeit und Lucia hat nur vergessen, wie man sie verwendet? Hi. Lang nicht gesehen. Alter Knacker. Hat er schon einige Jahre hinter sich, der Gute. Aber trotzdem macht er immer noch weiter. Wow. Ich weiß es ja nicht. Rente juckt ihn nicht. Okay. Krass. Was denn? Hast du was gewittert? Wie zum Beispiel Geld. Das würde ich nämlich sehr gerne nehmen. Okay. Eine Karte. Kann ich die mitnehmen? Okay. Jetzt spielt auch hier ein bisschen Musik. Oh, Bewegungssteuerung. Ja, moin. Naja. Aber halt für den Arsch. Ja. Bewegungssteuerung ist immer so eine Sache, ne? Jawohl. Jetzt geht's eigentlich. War nur vorhin irgendwie kurz so. Keine Ahnung. Aber wo sind wir jetzt eigentlich? Also, wir sind jetzt da. Sind da unten. Ist der Notausgang oder was? Soll mir das ja zeigen, wo der Notausgang ist? Ja, gut. Gehört eigentlich auf jeden Plan, aber gut. Denno hat sich das anscheinend wirklich ernst genommen und hat da wirklich einen Fluchtplan gemacht. Lol. Aber eventuell wäre es. Naja, wir wollen ja eigentlich gar nicht flüchten. Wir wollen auch unsere Freunde retten. Also. Das ist es nicht. Ach, vollgestellt. Der Fluchtplan geht nicht. Nintendo, why? Der Fluchtplan ist falsch. Man kann da nicht flüchten, weil da alles zugestellt ist. Ach komm. Ja, moin. Aber hier ist wenigstens alles frei. Ach, hier habt ihr eure Masken her. Ja, okay, das erklärt wenigstens einiges. Machen wir gleich mal weg den Schmarrn. Mach mal, verarsche mich nicht. Ich hab's ja gesehen, nur es musste ja so passieren. Man kann ja nichts dagegen machen. Kann ja nicht die Story ändern. Aber ich hab's, ja, wir haben es gesehen, dass da eindeutig. Was war? Oh, der schöne Goldsack. Money, 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 Alter. Bin gespannt, wie viel Geld wir am Ende da von dem Links hier haben. Bestimmt einiges. Ja, hier haben sie die ganzen, ihre ganze Ausrüstung am Start hier. Die kleinen Hemdchen und so. Und diese langen Dinger hier. Die Rezeption, ey. Da hat aber einer so sein Tresor wohl nicht gut genug versteckt, denn den finde ich natürlich auch so. Wieder unterschiedliche Arten. Alter, drei unterschiedliche Arten haben wir bislang. Okay, also wenn das wirklich die Dinger pro Etage gibt. Wow. Dann sind das auf jeden Fall mehr Juwelen als Luigi's Mansion 2. Wow. Aber das kann man ja auch erwarten von einem Spiel, von einer besseren Konsole und so. Leistungsfähigen Konsole und sowas alles. Will ich auch hoffen. Aber wow, Alter. Wir sind immer, glaube ich, immer noch im Tutorial und trotzdem haben wir schon so geilen Scheiß gesehen. Es ist unglaublich, Alter. Ich bin einfach hin und weg, Alter. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so hin und weg in einem Spiel wie jetzt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh mein Gott. Wie fies. Ich sehe das doch. Junge. Ich sehe das doch.
Ach so, oh, düste Lampe. Düste Lampe. Ja, da kann ich durchgehen. Das ist düste Lampe. Man braucht dafür die düste Lampe. Wow. Key! Gimme that good shit. Nice. Aber okay, das erklärt einiges. Ja, na klar, wir brauchen natürlich die Düsterlampe, um wieder alles sichtbar zu machen. Na klar. Oh. Die machen LOL. Vergesst die Plakate. Das könnt ihr euch sparen. Neo. Lass mich in Ruhe. Bam! 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 Bis denn, du Lusche. Hat zwar irgendwie keinen Schaden bekommen, aber ist mir egal. Friss den und den. Oh, ist das geil. Ich liebe das richtig. Mein Gott, ist das cool. In den ganzen Trailern sah es irgendwie so, ja, übertrieben irgendwie aus. Aber Alter, jetzt, wo ich es so richtig vor mir habe, es macht richtig Spaß. Geil. Macht richtig Bock, ey. Fuck, Alter. Ich bin so übelst im Hype. Meine Güte. Ich glaube es nicht. Aber Luigi's Mansion ist nicht umsonst mein Lieblingsspiel auf dem GameCube gewesen. Ihr seht's ja. Boah, Alter. Mann, habe ich Bock. Kann man schon gerade sagen, kann man gespannt sein, wie viele Folgen ich jetzt machen werde. Also keine Müdigkeit hier vortäuschen. Ich habe richtig Bock, ey. Mir alles freisaugen hier. Es macht einfach so mega Bock, hier alles zu untersuchen. Oh, ein kleines Sparschweinchen. Gibt es da auch Geld drin, ne? Ja, ein kleines Ersparnis, aber. Ich nehme alles zurück. Das ist ein Riesenersparnis. Alter, wie du dich sogar vor deinem eigenen Hund erschreckst. Das glaubst du ja wohl nicht. Langsam müsstest du es doch mal gegriffen haben, Luigi. Ist schon ein bisschen traurig, dass du vor deinem eigenen Hund Angst hast. Ich meine ja nur. Warte mal kurz. Nicht. Okay. Ja, ich weiß, ich soll da saugen. Warte mal kurz. Ja, okay. Bam. Düsterlampe. Das Ding erkenne ich gut wieder. Das Düsterlampenmodul. Was du einfach hier aufpacken kannst. Oh, alles klar. Ja. Der gute alte Sound und so. Ja. Oh yeah. Damit kann man jetzt mit Bildern interagieren. Oh Geld. Mama, danke schön. Oh yeah, yeah. Goldene Viecher. Immer schocken. Goldene, egal ob Mäuse, Spinnen oder sonstiges. Immer goldene Viecher schocken. Dann gibt es sehr viel Geld. Wie man gerade eben gesehen hat. Ach, jetzt kann ich saugen. Oh, sehr schön. Money. Aber Geld ist einfach wirklich ein Grundteil von, Grundbauteil von, sozusagen von Luigi's Mansion. Es, ja, das Geld sammeln ist einfach eins der Dinge, die man am liebsten in Luigi's Mansion macht. Das ist das, was Luigi's Mansion so geil macht. Habe ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt. Das macht das Spiel besonders. Weil man hier einfach so viel erforschen kann. Okay. Kann ich hier. Wieso kann ich denn nicht? Okay. Jetzt habe ich den eingesaugt und ich habe Geld bekommen. Ich dachte, man. Ich glaube, hier ist es egal, ob man die schockt oder einsaugt. Aber irgendwie kann ich da hinten irgendwie nicht irgendwie alles machen. Warte mal. Ich habe hier noch nicht alles rausgesaugt.
Alter. Und die Zeit vergeht auch so schnell, Alter. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten, ey. Ich glaub's nicht. Also wenn ich hier wirklich 30 Minuten Parts machen will, dann ja, sind wir noch in 1000 Parts hier. Ich glaube, ab morgen früh oder so werde ich die Parts auch tatsächlich ein bisschen verlängern. Kann ich den Teppich irgendwie ausrollen oder so? Oder saugen, warte mal, saugen. Pusten oder? Das geht nicht, oder? Oh, das wäre so cool gewesen. Hätte man den so ausrollen können hier so. Da wäre irgendwas drin gewesen. Aber anscheinend nicht. Warte mal. Lampe? Nichts? Nichts? Hm. Da oben noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Also hier muss man wirklich alles einsaugen, um wirklich alles zu finden. Wow. Warte mal. Reinsaugen. Wie gesagt, ohne Scheiß. Es macht übel Spaß, hier alles so irgendwie auszuprobieren oder so. Warte mal. Mit X ist es ja jetzt, oder? Nee. Warte mal, kann man das jetzt endlos einsetzen? Kann man das jetzt endlos einsetzen? Luigi's Mansion 2 war das, konnte man das nur für eine gewisse Zeit einsetzen. Da war dann so eine Leiste. Aber kann man es hier wirklich endlos einsetzen? Warte. Warte, war hier nicht irgendwo... Bin ich jetzt blöd oder war hier nicht irgendwo ein Bild? Ja, hier überall die... Plakate. Okay, wieder hier rein. Okay, ah gut, dann freuen wir erstmal Professor Igitt. Let's go. Lol. Ah! Da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Einladung schon wieder. König Buu. Vielleicht ist es eigentlich doch klar. Egal, es ist nicht der Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hörst du, Luigi? Du musst mich hier rausbringen. Bist du auch eingeladen, oder was? Diesem Hotel will mir's von Geistern. Ach was, echt? Wie kommst du denn darauf? Wieso? Wie soll das auch nicht der Fall sein? Ergreifen wir lieber die Flucht. Nee. Wir müssen die anderen retten. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind alle so eine Bilder gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Nein? Oh. Mann, du hast dich nicht geändert. Vielleicht haben wir es mit dir nicht. Ah. Alles gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Immanuel Gitt, kurz Professor Igitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Ach, du hast die Karre da unten in die Fahne. Wer hätte es denn gedacht? Ich hab's mir irgendwie schon gedacht, dass du derjenige bist, der die Karre da unten in die Fahne. Bringst du mich hin? Hey, der neue Streckweg FLU. Wusste ich's doch. Den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. Okay. Habt ihr den gerade laufen sehen? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Junge, was ist hier eigentlich? Nee, das haben wir alle schon untersucht. Ach nein, der Herr hat es noch nicht untersucht. Guck mal an hier. Alles klar. Alter, sein Mund, Alter. Wie der aussieht, ey. Alter. Muss ja auf jeden Fall erstmal klarkommen. Komm mal rein hier. Es ist wie bei den Toads sozusagen. Wie in Luigi's Mansion 2. Hey, Luigi. Sieh dir das da drüben mal an. Ja, das ist der Aufzug. Mit dem Auszug reichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Das ist schon passiert, ne? Weiß schon, dass sie mich hier schon suchen, ne? Ist dir schon klar.
Aber ja, wenn sie halt wollen, dann sollen sie halt herkommen. Ich will eigentlich eher hier Secrets suchen und so. Ach, sogar für die Plakate bekommt man Geld, Alter. Man bekommt. We Warte mal. LOL. So geht die Brille weg, Alter. Okay. Ich will die ganzen Plakate. Ich will wirklich jeden Scheiß absaugen. Boah, Alter. Das sind die ganzen Etagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Etagen! Wow, wir haben einiges vor uns, Freunde. Aber das freut mich extrem. Das wird cool. Desto länger das Spiel geht, desto mehr Spaß haben wir mit dem Game. Also, sag ich mal, let's do this. So, aber erstmal will ich hier mal kurz gucken, was hier. Okay, gut. Wenn ihr mich halt alle weigert. Warte mal, warte mal, warte mal. Darf ich wieder zurück? Ich möchte nämlich sehr gerne, nämlich, nochmal gucken, ob ich nicht irgendwas. Ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Ich glaube. Oh, die Tiefgarage, ey, leck mich doch am Arsch. Was haben wir denn hier, mein Lieber? Guck mal an hier. Was haben wir denn hier gefunden? Jackpot! Yay! Gimme. Gimme. Gimme the good shit. Ja, das hat sich doch mal gelohnt, ey. Jackpot. Yay. Alter, wie ist das? Es ist einfach unglaublich. Was ist das denn? Okay. Oh. Monetchen. Entschuldigung für die Unordnung hier, aber ja, ich muss mal kurz hier ein bisschen saugen. Wir wollen schließlich alles hier erkunden. Was ist das da für ein Knopf? Oh, okay. Kann ich. Alles klar. Oh. Warte mal. Habe ich irgendwas zum Schießen oder so? Aber kann ich dich schießen, Professor? Nö, kann ich nicht. Ich muss irgendwie. Da oben ist eindeutig ein Knopf. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Komisch. Oder ist es nur Design? Ich hoffe es mal, weil ich finde gerade keinen Weg, da irgendwie ranzukommen. Aber ich muss auch leider feststellen, dass schon wieder die Folge vorbei ist, Alter. Was zum Teufel, ey. Dieses Spiel ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir in die Garage und schauen, was da so abgeht. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert es, was ihr wollt. Und beim nächsten Mal geht es weiter bei Luigi's Mansion 3. Bis zum nächsten Mal und ciao.